Moin Leute, Montag, der 3. Februar. Heute mal Regenwetter. Gerade mal Luft, deswegen gerade mal schnell filmen. Wir haben heute schon 13 Liter gehabt. Also wie gesagt, wenn man sich mal beschwert, ist wahrscheinlich auch übers Wetter. Also nee, das ist auch super. Ich habe gerade noch einen Misthaufen hochgeschoben, kompakt gemacht. Und der Vater ist gerade noch unterwegs, also müssen dann gleich wiederkommen. Da tun wir dann noch heute Vormittag noch die Mutterkühe wieder die eine Seite misten. Das muss wieder gemacht werden. Bis da, weil ich wissen schon, dass man montags eigentlich, wenn ich dazwischen kommt, Mutterkühe misten. Und dann hatte ich ja im letzten Vlog hier am Hänger angefangen. Und habe mir eine lange 27 Nüsse bei meinem Schlosser geholt noch. Und das ging das. Das ist ja dreiviertel Zoll gewesen, habe ich eine große Ratsche dazu, Rohr drauf gesteckt, ging wunderbar, wie gesagt, gratis ab. Habe ich aber auch aufgenommen für euch, was ich gestern gemacht habe zum Sonntag. Da hatte ich die Kamera hingestellt mit, dass ihr das wenigstens seht. Und ja, die Narbe hatte ich schon oft, das seht ihr im Video dann gleich mit. Aber die ziehst du nicht, die Trommel, mit der Hand. Ich bin mit meinem Schlosser jetzt nochmal telefoniert. Und der will hier, wir bauen da irgendwie einen Abzieher. Macht da mal was, weil die bringst du nicht schlecht runter. Das Hauptproblem ist, was ich eben auch gesehen habe, wahrscheinlich, warte mal, ich hätte immer das hier so auf die Schnelle. Die hier die Beläge, die Nieten sind wahrscheinlich nicht mehr, die lösen sich fangen und dadurch drückst du den Belag wie ein bisschen raus und du hast dann hier wieder eine leichte Nase, sage ich mal, so eine Wulst. Hoffen wir, dass ihr das gesehen habt und das ziehst du mit der Hand eben nicht da. Wie gesagt, die anderen Reifen, die kommen dann unten ab, da können wir das erstmal runterziehen. Und ja, wie gesagt, nach und nach. Wie gesagt, die Stunde erstmal misten. Ich weiß noch nicht, es soll eigentlich den ganzen Tag heute regnen. Wenn es heute Nachmittag auch noch rumschweinert, dann mache ich nichts am Hänger, sonst werde ich vielleicht am Hänger noch was machen. Ich habe heute Nachmittag wahrscheinlich auch noch mal was zu erledigen, muss ich mal sehen. Also werden wir sehen, wie ich mich melde. Also bis später erstmal. Mittwoch, der 5. Februar. Montag, wie gesagt, hatte ich ja gemistet. Nachmittags war ich noch mal unterwegs. Gestern war ich auch erst wieder für den Laden Zeug ranholen. Dann habe ich noch Etiketten wieder in Pläne gemacht. Und das war vormittags. Nachmittags war ich noch mal unterwegs gewesen. Hausaufgaben noch machen und Lehnen holen. Ich wollte eigentlich gestern am Hänger schon was machen, aber gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Wir haben jetzt ungefähr seit Montag ungefähr 50 Liter Regen gehabt. Also bei uns ist es gut, in anderen Teilen von Deutschland, wie du hörst, fängt dann nur an, schon Hochwasser zu werden. Das ist nicht so gut. Aber bei uns war es eben gut, bei uns könnte es noch ein bisschen weichen mehr. Sagt, wir brauchen das Wasser noch zum Auffüllen. Und heute bin ich jetzt am Hänger. Ich habe jetzt eine Trommel schon abgezogen. Also die ging, wie gesagt, hinten, die habe ich nie abgebracht. Da kommt wahrscheinlich Donnerstag mein Monteur, bringt einen Abzieher mit. Die ging ja gut ab. Und von den Belägen her sieht es soweit gut aus. So, da ist noch gut was drauf. Dreck ist auch ganz schön hier. Und hier so ein Haufen Dreck drin ist, nicht das sieht. Genau, warte mal, ich ziehe mir bloß meinen Handschuh an. Machen wir mal die Trommel. Mal kippen.
wie gesagt, das ist jetzt innen, so, das ist schon nicht verkehrt, wenn wir die mal abziehen und das mal ausschleifen hier ein bisschen, dass das ein bisschen ordentlich ist. Genau. So, dann sind bei dem Rad sind drei solche Bolzen, die sind ja hier von hinten eingesteckt, die sind reingerutscht, da dreht er mit, die muss ich zur dem Motor aufschneiden, sonst bringe ich das nicht runter. So in der Mitte immer hineinschneiden, dass die Motor in zwei Teile fällt. Und hinten sind auch alle locker. Weil ich jetzt erstmal noch hinten das Rad, also das Rad abmachen. Gucken, ob die Trommel kommt. Und aber wie gesagt, macht die Beläge, muss ich gucken, wie hinten sah das aus, als würden die Beläge eben hier die Sensor auf von der Seite so aus, aber die stehen hier, ist hier ein Spalt dazwischen. Und das kann sein, dass die Nieten nicht mehr sind hier, weil das eingenietet ist mit Nieten hier. Und dass die neu werden müssen. Also die Beläge bleiben, dass wir bloß wahrscheinlich die Nieten neu machen. Aber das sehen wir dann, wenn wir es raus haben. Das werde ich jetzt nochmal eine Mülltüte holen, das derweil einpacken, dass das nicht nass wird. Wegen Rosten, das wäre nicht gut. Ja, wie gesagt, genau, jetzt tun wir eben erstmal so. Sagt, hinten erstmal ab. Dann werde ich vorne noch die Motoren aufschneiden und probieren, mal sehen, ob die zwei Trommeln eben noch kommen. Und die eine muss ich mit meinem Monteur ziehen. Der hat, das habe ich schon mit dem abgesprochen, der will was für ein Abzieher, also einen Träger hat er schon zum Abziehen, der braucht bloß noch zu sagen, was. Das wird hier auf die hier gegenüber geschraubt und dann wird das auf die so hier aufgedrückt und dann kann man die Trommel ziehen. So ist der Plan. Mal gucken, ob es uns gelingt, aber wie gesagt, das wird ja oder noch schon ein bisschen sauber machen, ein bisschen live hätten hier die ganzen Drehpunkte wieder, bevor wir das wieder zumachen. Genau, ganz zerlegen wird es, glaube ich, nicht. Nee, eigentlich nicht. Das hier, also mit dieser Seite, das sieht gut aus, sauber machen und dann werden wir weitersehen. Genau, so, also ich mache erstmal weiter, bis später. So Leute, Wetter ist gerade irgendwie wieder komisch. Das Gries, das ist so Schneegraubel. Aber jetzt ist erstmal gleich Mittag, ich hole jetzt meinen Lehnen, dann ist Mittag. Die vorne, die zwei Trommeln habe ich jetzt abgebracht. Habe ich jetzt soweit. Ich habe bloß den vierten Bock irgendwie nicht mehr gefunden, habe ich jetzt den Wagen her mal stehen lassen. Und dort noch so einen, hier den großen noch mit runter gemacht. Zur Sicherheit in die zwei Trommeln bringe ich nicht runter in den Abzieher, aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Manchmal mit dem Monteur. Und da kann ich dann schon mal eigentlich den zwei Trommeln widmen, mal sehen. Und wie gesagt, sind die Beläge gut. Ich muss noch mal gucken, wegen den Nieten genau eben, aber so sind wir auch ein Stück vorangekommen. Genau, machen wir so, bis später. So Leute, Donnerstag, der 6. Februar. Ich habe jetzt noch ein bisschen, meine Monteur kommt dann, wegen die Trommeln abziehen. Zwei habe ich abgebrochen, die anderen zwei bringe ich nicht alleine ab. Ohne Abzieher. Und deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Luft, deswegen muss ich das gleich mal noch zum Klauen schneiden bei den Ziegen. Und wie gesagt, ich habe das ja gesagt, dass ich das nochmal zeigen will. Das machen wir gleich nochmal heute mit. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Mal sehen. Sah eigentlich ganz gut aus. Und gestern Nachmittag war ich noch eine Maschine angucken, aber dann an passender Stelle noch mal mehr dazu. Das habe ich gestern Nachmittag noch gemacht, also war ich noch mit dem Traktor gestern Nachmittag schnell tanken, weil der Diesel 1.18 bei uns in der Tankstelle war, mit dem 105er, da haben wir wieder Zeit tanken. Eigentlich ist bei mir so die Spitze von der Schere abgebrochen, ist irgendwie blöd, wir werden wahrscheinlich mal eine neue kaufen müssen. Der Mist. Ja, wie gesagt, bei Ziegen ist eigentlich immer, dass die Seitenwand hier, die wächst meistens so lang und dann, wie es eben nicht so war, dass ein bisschen rumgelatscht ist, das wieder meistens zurückschneiden und das war schon, meistens am Ballen noch hinten ein bisschen. Und dann sieht das eigentlich schon wieder schick aus. Ich glaube, bei den Bohren ist es manchmal noch schlimmer, bei den Lumpen hier. Ja, alte Lumpen. So, mal gucken, ob wir das jetzt hinbringen, dass er hier was sieht. Wartet mal, müssen wir mal die Kamera schnell. So, mal sehen, ob es so besser ist. So, wie gesagt, ja. Hallo.
Schau hier hin, es ist schon mehr Zeit, aber ich dachte, das geht noch. Das ist ein Unterschied, bei meinen ist fast gar nicht, bei meinen ist dann wieder schlimmer. Ich hoffe, dass das geht, ja. Bitte. So. Und eben immer aufpassen beim Schneiden. Nicht zu weit schneiden, lieber immer mehr geschnitten und dafür ein bisschen weniger. Zack. Eben rantasten. Das Wichtigste eigentlich immer. So. Sieht schon gut aus. So, das Füßchen noch. Also wie gesagt, Kleinschnitt an sich bei den Ziegen immer im Jahr. Außer die Bohrenziegen, das hat sich nur so herausgestellt, ich muss jetzt zweimal im Jahr schneiden. Und das trotzdem, das wäre für die wäre es bald fast besser, nur dreimal im Jahr manchmal. Zack. Immer ein bisschen weg. So. Weil da sind wir meistens so vorne auf. Da kann sie, wenn die Spitze an der Schere da ist, hier reingehen. Das Vorderfischen, das selber da nicht. Deswegen, wie gesagt, jetzt, also ich mache jetzt noch ein paar. Jetzt nicht gleich zwei, drei werde ich das schaffen in der Zeit. Jetzt mal gucken. Und dann mache ich eben erst mal Hänger. Ich melde mich ja später nochmal. Bis später erstmal. So Leute, wie gesagt, am Hänger hatte ich ja gesagt. Der Monteur war heute Vormittag da, aber da wurde was falsch gebohrt von dem Abziehding. Da war er dann nochmal heimgefahren und kam nach Mittag wieder. Ich habe heute Vormittag erst wie gesagt die kleinen beiden Ziegenbohr geschnitten. Dann habe ich die beiden Bremstrommeln habe ich innen ausgeschliffen mit der Flex und der Drahtbürste. Habe ich aber nicht gefilmt, weil das so schon voll war und hätte sie nicht gesehen. Aber die vorne, die zwei, die sind so verrostet, dass die Radnappe, die ist ja hier eingepresst, das rausgedrückt und dann geht es auf die Drehbank, immer abdrehen, dass das wieder plan ist, weil das ist so uneben, das wird nicht. Und dann auch Nachmittag haben wir die Trommel nach hinten gezogen, die zwei. Die zwei sind ab und da hast ja, warte mal, krieg ich das jetzt auf die Schnelle gezeigt. Erstmal das, die Trommeln. So, wie gesagt, ich tue das mal hier, ist ja diese Kante, die muss weg, das ist ja abgewetzt schon, sie war eigentlich mal so, wie gesagt, hier, das ist so zerrieft, das muss abgedreht werden und die Kante muss weg. Das habe ich jetzt mit dem Schlosser abgeschnitten, das wird wahrscheinlich nächste Woche, dass wir mal die, sozusagen die Radbolzen, die mache ich noch raus, dann mache ich das mit der Flex gleich mache ich sauber, weil das eben raus muss, dass die Trommel auf die Drehbank kann. Das ist jetzt so der Plan und die Bremsen habe ich bis auf eine Uschen alle. Also drüben die habe ich schon nicht ab, da ist noch, wir können mal gucken. Hier. Da sind hier zwei Schrauben drinne und da hat der Bolzen hier eine Nut. Kann ich leider mal zeigen, dass der nicht weg kann. Und aber bei dem fällt das Schmiernippel hier. Du hast hier so einen Schmiernippel eigentlich sitzen. Und das fällt. Das haben sie wahrscheinlich die Stelle schon nicht geschmiert mehr. Also das ist locker die zwei, aber hier drinnen hängt es. Ich habe das jetzt eingesprüht mit Rostlöser erst schon, dass wir mal erstmal wirken. Mal gucken. Das habe ich auch bei den Radbolzen hat das auch gut geholfen, der Rostlöser. Und dann das noch ab. Wie gesagt, das ist bloß der Bolzen ziehen. Und das hält ja hier vorne ist das ja bloß, liegt das ja hier offen und hält das durch die Pferde und dann kannst du das so auseinanderklappen und dann wegnehmen, das ist kein Problem. Und wir haben jetzt aber eben das abgesprochen, welche die Bremsen vorne, die werden sowieso wahrscheinlich neu werden, weil die gerissen sind, die haben leichte Risse drin. Und das ist jetzt von hinten eine,
ja, wie gesagt, hier der Belag. Der Belag an sich gut, hier ist zwar die Ecke weg, aber der hat hier, ich weiß nicht, ob man das erkennt, das hat, das sind Aluniten und durch den Rost hat es das hochgedrückt und hat das hier reingezogen. Also wird es wahrscheinlich so werden, dass wahrscheinlich alle Beläge neu werden müssen. Mal sehen. Aber zumindest, wie gesagt, die Beläge müssen sowieso erstmal alle ab, dass wir das hier ordentlich machen. Aber ist nicht schlimm, dass die Rolle hier, muss wieder gangbar gemacht werden. Die Rolle, weil die anderen da jetzt drehen hier. Das kriege ich wieder hin, aber da kann ich das gleich, mache ich erstmal jetzt die Beläge ab als nächstes. Das alles in Rosten farbig machen, dass das wieder ordentlich ist. Dann müssen die Beläge, wie gesagt, da müssen wir mal durchgucken, welche gehen, welche nicht. Ob wir dann da, ich denke mal, von hinten da, was ja das hier oben sind, die sind ja noch nicht so, da ist das auch nicht so mit Rost. Da, dass wir die vielleicht wahrscheinlich nochmal wieder nehmen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann an der Stelle. Und das eben gleich alles machen, farbig hier wieder behandeln. Dann mache ich die Ackstümpel gleich. Dort kommst du dann auch nie wieder hin. Abschleifen und gleich Farbe machen. Erstmal, das ist jetzt so der Werdegang erstmal für die nächsten Tage. Weil also morgen ist erstmal, ich hatte ja Montag zwei Schweine zum Schlachten geschafft, Montag früh. Und das ist morgen erstmal wieder Schlachten für den Hofladen. Und zwischendurch habe ich noch einen Termin ohne und mal sehen, wie es da morgen ist. Und ja, mal gucken. Ich werde mich vielleicht morgen Nachmittag melden, denke ich mal, wenn ich dann wieder Zeit habe, das nochmal probieren. Und die Bremswellen, die gehen auch schwer, das Ötleiner gangbar machen. So, hier sind ja noch die alten DDR-Schmiernippel drin. Mit den großen Aufnahmen, das kommen einfach auf die normalen, die raus und das kleiner machen. Ach, und dann in hier, die, das sind eben die Bolzen. Die haben jetzt eben die Nut hier, für die, wo die Schrauben hier so drin sitzen, dass die nicht rausgehen. Die Schrauben müssen auch alle neu. Und dann sind hier immer, warte mal, hier sieht man es ganz schlecht. Hier sind immer solche Löcher vom Schmiernippel, hier ist schon ein neueres drin. Hinten ist eigentlich auch irgendwo, es ist wahrscheinlich gerade zu. Weiß ich nicht, aber hier sieht man es, hier sind zwei solche Löcher. Und das mache ich eben Outliner, die Bolzen sauber machen. Diese Schmierkanäle freilegen, dann ist eben hier, wo die es gesessen haben, das mit der Drahtbürste oder mit der Bohrmaschine und mit dem Dremel mal sehen, das sauber machen und eben wie gesagt Farbe. Das ist erstmal Arbeit wieder da. Ich sage das erstmal ab, soweit gut. Ja, wie gesagt, so sieht es aus. Also bis morgen erstmal. Samstag, der 8. Februar. Gestern, wie gesagt, Schlachten gewesen. Am Nachmittag habe ich wieder nicht mehr damit zu tun gehabt. Weil ich vormittags war ich erst unterwegs, was erledigen. Deswegen Nachmittag auch noch ein bisschen. Dann habe ich hier noch den Bremsbelag abgebaut beim Hänger. Das hatte ich ja eingespielt, hatte ich euch ja gezeigt. Das ging dann halbwege. Das war gestern noch gewesen. Und jetzt bin ich mit dem Aquatron 105 unterwegs. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir Mittwoch eine Maschine angucken wollte. Die hole ich jetzt. Dann bin ich mit dem Aquatron 105 unterwegs. Und ich melde mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, zeige ich es euch. Machen wir so, bis später. So Leute, wieder zu Hause angekommen. Heim, es wird jetzt gelüftet. Tada! Naja, Ladewagen. Der Grund dafür ist eigentlich, ich stelle mich mal ein bisschen hier in Windschatten. Bei unserem Ladewagen ist bei der Aufnahme, dass die etliche Bleche durchgegammelt und ja, wie gesagt, die Aufnahmetrommel an sich ist auch nicht mehr die beste. Und das war jetzt, das stand bei eben rum, der wollte dann unbedingt loswerden und da war wirklich, also fast unter dem Schrottpreis sogar, würde ich sagen, günstig. Wäre bis zum Schluss gegangen, steht jetzt 3 Jahre bei dem auf der Stelle. Und aber, ja, wie gesagt, habe ich den jetzt erstmal geholt. Ich werde dann probieren, ob das funktioniert und wenn nicht, fliegt er wieder raus. Wie viel Verrufsmaß ist da nicht rum, wenn das nicht klappt, dann geht er wieder raus. Denke ich mal, das Geld kriege ich auf alle Fälle wieder, wenn ich ihn wieder verkaufen sollte. Und ja, man sagt, mal gucken, sagt jetzt erstmal. Das findet heute ganz schön. Ich hoffe, dass das trotzdem mit dem Ton geht. Wie gesagt, mit Knickteichsel sogar. Die Zapfel, das andere Stück habe ich schon, jetzt wo ich es angucken war, mitgenommen. Was super zinken, das ist so nicht so schlimm. Das Wichtigste ist eben hier drin und so. Und wie gesagt, ja, das ist hier. Die Pickup ist auch hydraulisch schon und ja, mal sehen, wie gesagt, ich werde das erstmal dann
alles einsprühen, die ganze Sache mit Röstlöser, erstmal die Ketten behandeln. Und das Einzige, was eben ist, der Boden ist auch nicht mehr der beste. Aber wenn das eben nicht, wie gesagt, den Boden machen, ist kein Problem, dass ich meinen Tag arbeite. Das habe ich ja bei dem anderen auch erst vor 2 Jahren oder so gemacht. Zwischen waren die Reben sind eben noch in Ordnung. Das war, und den Rest werden wir sehen. Und das Gute ist, der hat die Stützräder seitlich. Stellen wir uns mal hier hin nochmal. Die Stützräder seitlich, das ist eine bessere Führung. Bei uns im anderen sind ja die Räder hinter der Pickup. Das ist von der Bodenanpassung nicht ganz so ideal. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn es nicht ist, liegt er wieder raus. Probier dann, und wenn er nicht geht, dann hier so noch. Entlassladewagen ist das. Das ist immer das Typenschild. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So, und dann ist immer. Mal gucken, hier war noch ein richtiges. Hier ist auch noch ein Typenschild. Baujahr 83. Ja, wie gesagt, so nicht kennen. Macht keinen ganz schlechten, sag ich mal. Da hast du halt. Hast du irgendeine Klappe wieder? Ja, da hast du halt so ein paar Stellen, die bitte sind, aber sonst. Das einzige Geile war, ich habe geguckt gehabt, die Kabel hatten sie gemacht, aber so kurz bin ich wieder wie so Friseur unterwegs gewesen, ohne Licht. Das hat mich natürlich angekotzt, wenn ich das gewusst hätte. So genau hätte ich beim Angucken hingeguckt, hätte ich mir eine Verlängerung mitgenommen. Das wäre gegangen. Ja, wie gesagt, so, wie gesagt, macht keinen ganz schlechten. Nur nicht mehr der neueste. So, also das ist hier die Seite noch. Die Ketten. Mensch, hast du eben hier, das ist ein bisschen Rost, weil hier immer der Dreck drin liegt, aber sonst. So. Mal schauen. Gucken, ob ich das jetzt schnell zubringe wieder. Zack. So, wir verkrümmeln uns bloß mal schnell hinter den Traktor wegen Wind. Ich hoffe ja, dass das jetzt geht mit dem Mikro überhaupt, das weiß ich nur noch nicht. Ich habe das ja nur drauf, das Fellbuschel-Ding, das war ja nur gekommen. Das werde ich dann beim Videoschnitt sehen und dann muss ich mir nochmal Gedanken machen. Und das erstmal dazu jetzt. Und ich will heute nochmal wegen die Bremserei gucken, also die Beläge noch abmachen und so. Da werde ich vielleicht nochmal die Kamera mit hinstellen. Also denke ich mal, das muss ich vielleicht später wieder so etwas später aufmachen. So Leute, ich habe ja gesagt, dass ich hier noch die Bremsen machen wollte und die haben mich jetzt alle demontiert. Ein paar Federn habe ich jetzt hier und das sind die Stifte eben dazu, die dort reingefädelt werden, wo die reinkommen. Und wie zu erwarten, sind etliche Beläge, was die Risse waren, zerplatzt. Das waren hier noch die, das sind jetzt die, nee, das sind auch noch schlechte. Das ist noch ein guter. Muss bloß noch die Nieten rausmachen. Dann muss ich mal gucken, der ist hier gerissen. Wie gesagt, bei den vielen ist, die sind vom Zustand, von der Menge sind die noch gut, aber überall die Ecken abgeplatzt. Hier seht ihr das. Der ist schon dünne Ecke ab. Und das sind, glaube ich, noch genau, das waren jetzt noch die guten. Also wie gesagt, da müsste man hier noch mal drüber gucken, welche wirklich gehen, aber eben. Es war schon gut, dass die runter sind. So. Und so. Die sind alle so in Ordnung soweit. Mal gucken. Hier selbst ist das Loch ausgeplatzt. Müssen wir mal sehen, ob das trotzdem noch geht. Wieso? Das muss dann nochmal die Türen schalten. Hat er mehr Ahnung wie ich. Hier selbst auch so ein Riss. Haarrissen hier auch. Müssen wir dann eben sehen.
Und was haben wir jetzt eben aufgetaucht ist, dass das Ding ist komplett Schrott. Der geht gar nicht mehr. Und hier bei dem ist es auch schon dünne. Und die anderen zwei sind ohne der und der, die sind ohne zu besonders. Deswegen müssen wir mal sehen. Ich habe jetzt schon mal was gesucht, dass wir wahrscheinlich was noch kriegen, was gebraucht. Das habe ich jetzt bei eBay schon mal gefunden. Und da habe ich jetzt geschrieben, mal sehen, da müsste sich melden. Das wäre wahrscheinlich das einfachste, denn neu wird das zu teuer, das übersteigt das dann, was wir investieren wollen. Und genau. So, das soll es für die Woche gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.